so unglaublich schön hier. Schau mal, so satte grüne Wiesen. So natürlich. Und dann Felsen da hinten, die sind wie ein Fels in der Brandung zum Anlehnen. Jeder, der Hilfe braucht, darf mal. Und eine Schweizer Fahne, das ist ja ein Wunder am Horizont. So schön. Mann, das machen wir nächste Woche gleich wieder, ja? Jetzt lassen wir den Quatsch, ja? Nein, das meine ich ernst. Und nächste Woche, dann machen wir meinen ersten 5000er. Und den am besten auch noch barfuß. Jetzt reiß dich mal zusammen, ja? Das ist kein Trinkwasser. Dumme Kuh. Vermisst du ihn? Ich verstehe, glaub nicht, dass es jetzt einfach vorbei sein soll. Einfach zack, puff, aus, fertig. Da versteht mal einer die Männer. Und vielleicht ist es jetzt gerade gut, dass wir hier sind. Ich meine, guck dir das mal an. Diese Natur, kommst du auf andere Gedanken. Das hilft bestimmt. Mhm. Das soll's wohl, ne? Na komm. Ich weiß, dass du das gut meinst, aber ich habe keine Lust mehr. Können wir einfach umdrehen? Also, ich glaube, nach ein paar Kilometern kommt die Abzweigung ins Tal. Wie du glaubst. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil dieser Berg, sie ist irgendwie nicht auf meiner Karte. Hey, komm, haben wir uns jetzt hier verlaufen? Nein, es ist nur... Nach der Abzweigung ist es bestimmt nicht mehr weit. Scheiße. Hey, komm, das ist doch lustig. Wir zwei auf einem Abenteuertrip. Nadine, jetzt wart doch mal. Nadine! Bleib doch mal stehen. Sicherheit nicht. Die Einzige, die Nacht nicht in dieser dämlichen Schlucht hier verbringen will, oder was? Mach hier mal keine Szene, ja? Das bringt ja auch nichts. Toll! Danke, Silke, super! Du schleppst mich hier rauf unter dem Vorwand, mich auf andere Gedanken bringen zu wollen, und dann kennst du noch nicht mal den Weg, Mann! Was soll denn das jetzt heißen? Vorwand? Ja, dir macht es ja unglaublichen Spaß, hier rumzulaufen und diese dämlichen Berge zu bezwingen! Ach, jetzt halt da mal die Luft an, ja? Du hast nie mit irgendetwas ein Problem. Dir fällt es alles immer wahnsinnig leicht und dann glaubst du, dass es allen anderen auch so geht. Das ist aber nicht so. Weißt du was, du schaffst es wirklich in der allerschönsten Natur immer ein Problem zu finden. Schön? Sieht aus wie ein fucking Friedhof hier.
was machst du da? Heute gibt es Fisch. Herr Ruf, hättest du auch etwas früher kommen können? Mach die Tür zu, es zieht. Löli. Wo ist der Fisch? Fisch. Es wird Zeit, dass du wieder mal einen Kuh zum Karri runterbringst. Wir brauchen das Geld. Du weißt genau, dass Vreneli die Letzte ist. Du musst eben nicht gegen alles versaufen. Du bringst die Kuh heute noch zum Karri ab, ob es passt oder nicht. Sonst hole ich den Steiner. Aha. Und er? Und er ist direkt in die Kiste. Warte mal! Was denn? Da ist ein Auto! Komm, wir gehen runter! Ah, Scheiße! Ah. Ja. Nadine! Nadine! Scheiße. Ja! Wo bist du? Ja! Hast du mir wehgetan? Oh, mein Fuß, hey. Mein Fuß klemmt. Oh, Scheiße! Warte. Der linke! Au! Au! Aus dem Schrank! Fuck it, echt! Wollen wir probieren, dich aufzurichten? Ja, und dann? Ja, wir müssen gucken, ob du gehen kannst. Oh nein, das klemmt! Hey, ich rufe den Krankenwagen, okay? Wir haben kein Netz. Da ist was. Da ist eine Kuh. Ja, wo eine Kuh ist, muss ja irgendwas sein. Pass auf. Hey, komm, Juli. Hey, hallo. Hey. Entschuldigung, meine Schwester ist verletzt. Können Sie uns helfen? Meine Schwester, sie ist verletzt. Können Sie uns helfen? Bitte. Peter. Silke. Können Sie? Wir müssen hier lang. Es ist aber steil hier, ja? Wir haben es anders geschafft. Soll ich die Lampe nehmen? Ja, schon gut. Moment. Ich gehe mal vor, ja? Dann sehen Sie. Das ist kein Problem, ich höre was anderes. So. Wen hast du da mitgebracht? Setzen Sie sich doch bitte einfach dahin, ja? Die Patientin. Bitte einfach kurz hinsetzen. Ich nehme die Lampe. Ich kann das schon sagen. Sie müssen auf die Beine aufpassen. Gut, ich kann das auch. Nein, Sie müssen auf die Beine da aufpassen. Haben Sie es verstanden? Bitte. Bitte. Hören Sie zu. Wir müssen Sie jetzt hochheben und stützen. Nadine, das hochheben und stützen. Wer ist das? Was wollt ihr? Ich hab dir. Guten Abend. Hallo. Wir haben heute eine Wanderung gemacht und sie hat sich am Fuß verletzt. Und
Wir haben uns verlaufen. Wir wissen nicht, wo wir sind. Ja? Wird es? Nee, ich glaube nicht. Das ist nicht so schlimm. Ja, dann gönnt das Kammerli. Dort hat es ein Verbandskästchen und frische Kleider. Ich komme gerade. Okay, vielen Dank. Es wird nichts mehr. Mi atyánk vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarat. Mauf, Pette! Zívd ja Christus! Schaffe, schaffe, schaffe! Darf ich? Ja, ja. Okay. Ja, okay. Danke. Hast du Feuer? Ja. Misthaufen. Misthäufeli. Vögeli. Flügeli. Flügeli. Vögeli, Flügeli. Bäumeli. Schmückt. Schmückt. Riecht. Riecht? Schmückt. Schmückt, riecht. Käseküchli.
Bauernhöfli. Apfelbäumli. Trüli, Äpfelbäume. Hördöpfel. Hördöpfel, schaffe. Hördöpfeli. Asylantenficker. Asylanten was? Asylantenficker. Kommt der von dem Baum da drüben? Hm? Ich mag euer Leben hier. Das erinnert mich immer an früher. Du warst schon lange nicht in der Stadt. Wie ist es so jetzt? Wir haben keine Apfelbäume. Okay.